X-Parts. Wir gehen jetzt gerade mal in die Werkstatt. Der Markus hat mich angerufen. Er tät gerade hier einen Motor zusammenbauen, einen V6. Und wir haben gedacht, das täte euch interessieren. Da ist der Markus. Servus, Jungs. Guten Morgen. Morgen. Oder Mahlzeit, jetzt ist ja schon gleich Mittag. Mahlzeit schon fast, ja. So, wie sieht's aus hier? Gut, ja, heute bauen wir mal einen V6 Turbo Motorblock auf. Ausgelegt für, ja, die einen fahren 1000 PS, die anderen 800 damit. Also, ich würde mal sagen, gut für 800 PS ist er auf alle Fälle. Mit AAP Stehbolzen hier. Ja, wer Lust hat, kann uns einfach ein bisschen über die Schultern schauen, wie wir das Ganze hier zusammenbauen, wie sowas abläuft, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wichtigste, oberste Priorität ist, seht ihr auch hier hinten natürlich, es muss alles sauber sein. Ja. Wer sauber arbeitet, hat nachher weniger Schäden bei Lagern und so weiter. Größte Problematik ist immer bei einem Motorzusammenbau, dass alles sauber ist. Ja. Wenn man da von vornherein Dreck mit reinbringt, dann ist halt ruckzuck der Lagerschaden da. Und ja, wichtig, alles schön einölen. Ja, dann sagen wir, schaut einfach mal zu, wie wir das machen. Und ich habe jetzt gerade hier angefangen, die Ölspritzdüsen reinzumachen. Habe angefangen, die Stehbolzen reinzusetzen von AAP. Wichtig hier, die Gewinde vorher, das ist jetzt schon passiert, aber hier wichtig, die Gewinde vorher alle sauber machen, sprich mit Bremsenreiniger reinigen, mit Gewindeschneider nachschneiden, sodass die Bolzen alle schön von Hand reingehen. Die sollen auch nicht angezogen werden, also die Bolzen sollen einfach nur von Hand locker eingedreht werden, so wie es auch bei AAP in der Beschreibung drin steht. Ja, hier haben wir jetzt so eine Ölspritzdüse. Mhm. Wichtig hier ist eine Kugel in der Mitte drin. Ja. Zeig mal her das Ding. Mhm. Die Ölspritzdüse ist dafür da, um die Kolbenbodenkühlung bei dem Motor sicherzustellen. Ja. Wichtig ist hier, um alle zu testen, dass sie auch Funktion haben, immer die Kugel drücken, ob sich die Kugel bewegt. Die Kugel vor der Montage einölen und wer noch will, kann sie auch noch mal davor, was wir jetzt schon gemacht haben, mit Pressluft durchblasen. Dann ist man sicher, dass jede Düse auch tatsächlich nachher im Betrieb funktioniert, weil das kann man ja nicht kontrollieren. Die Düsen werden dann einfach hier eingesetzt, ja, ohne großen Druck reingeschoben. Bisschen mit dem Schraubenzieher nachdrücken, das war's. Der Rest erledigt später der Öldruck. Ja, als nächstes kommt dann die Hauptlagergasse. Die ist schon hier gereinigt. Auch wichtig, hier sind oft vom Lackieren oder Bohren oder was weiß ich was, Schmutzpartikel drin, Lackreste drauf, das bei Lagerschalen im Hundertstelbereich ist. Ist auch hier wichtig, dass man die vorher sauber macht, zum Beispiel mit einem Fließpad oder sowas, um da einfach sicherzustellen, dass die Kurbelwelle nachher nicht klemmt oder schwergängig ist. Ja. Mhm. So. Also wir sind jetzt quasi auf der Unterseite vom Motor. Das ist jetzt praktisch auf der... Falls jemand nicht weiß. Genau, das ist jetzt die Unterseite des Motors, der umgedrehte Block. Hier sind jetzt die Schalen, da muss man darauf achten, natürlich die unteren Schalen haben hier ein Loch drin, das Loch ist für diese Ölspritzdüsen, damit die Öldruck abkriegen. Ja. Die unteren in der Hauptlagerdeckel, die haben kein so ein Loch, weil da auch keine Spritzdüse drin sitzt. Mhm. So, jetzt setzen wir die hier alles sauber ein. Benjamin hat gerade gemeint, wir wären die Hochkantfilmer. Was Hochkantfilmer? Kommt es besser, wenn wir es umdrehen, oder was? Ist das so, vielleicht ist es dann breiter. Ist es so geiler, oder was? Benny, Fries, ist es geiler so, oder was? So, Lagerschalen sitzen alle drin. Der nächste Step wäre, wir ölen die alle gut ein. Ja. Ich habe mir hier so eine Ketchup-Squeezer-Flasche gemacht. Damit kann man das super bewerkstelligen. Da kommt jetzt Ketchup drauf, oder was? Genau, da kommt jetzt ein bisschen Ketchup drauf. Wir nehmen auch schon zur Montage das Öl, was wir später auch benutzen. In unserem Fall 15W50 von Motul. Damit haben wir die besten Erfahrungen gesammelt bei diesem Motor. Und ja, wir werden jetzt hier ein bisschen die Lagerschalen damit einschmieren. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So. Dann als nächstes kommt dann unsere Kurbelwelle rein, die ist hier auch schon vorgereinigt, ausgeblasen und somit startklar vom Messen natürlich auch. Wir messen jeden Zapfen, ob er noch maßhaltig ist von den originalen Maßen und dann sollte später auch mit Lagerschäden und so weiter nicht schief gehen. Ne?
zur Kurbelwelle einsetzen, einmal drehen, dass überall Öl dran ist. Na, läuft sauber. Läuft sauber durch. So. Dann fange ich eigentlich immer an mit Lagerdeckel Nummer 5. Nummer 5 hat die Anlaufscheiben für die Kurbelwelle. Bedeutet, dass die Kurbelwelle hier hätte ja sowohl Spiel in die Richtung als auch Spiel in die andere Richtung. Dass das nicht passiert, sind diese Anlaufscheiben hier dabei. Früher waren die von VW ab Werk vierteilig, das heißt oben waren eine, unten war eine und auf der anderen Seite dasselbe. Jetzt haben die das so gemacht, dass es etwas unten reinragt. Es sind nur noch zwei, also wer mal welche kauft, nicht erschrecken. Beim alten kommen vier raus und beim neuen sind halt nur noch zwei. Die Deckel sind alle nummeriert, beginnend hier mit der Nummer 1. Ja, das ist Lagerdeckel Nummer 1, kann man ganz gut erkennen. Einmal an der Aussparung hier für den Deckel später und natürlich an der Nummer. Passt somit auch nur so rum drauf. Dann geht es weiter, 2, 3, 4, 5. In dem Fall sind wir jetzt bei der Nummer 5. Weil später ist es schwieriger, durch alle Lagerdeckel die Kurbelwelle noch hin und her zu schieben. Deswegen fange ich mit dem jetzt an. Nummer 5 ansetzen, einölen. Hier ist jetzt ein bisschen gefummelt meistens. Wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, geht es ganz gut. Ansonsten muss man die Kurbelwelle ein bisschen hin und her rütteln. Was bei mir auch nicht immer gleich funktioniert. So. Das Ganze ein bisschen mit dem Gummi haben wir nach. So, das heißt, Lagerdeckel 5 sitzt. Kurbelwelle hat jetzt kein Spiel mehr, ja, so wie es sein soll. Und jetzt können wir Lagerdeckel 1, 2, 3 und so weiter ansetzen. Alle wieder mit Öl, alle schon gereinigt, vormontiert. Ketchup drauf, los geht's. Ketchup drauf, los geht's. Nummer 1. Nummer 2. Drei. Man könnte jetzt hier noch, wenn man mehr Leistung fahren möchte, sage ich mal 800 PS, wäre zu empfehlen, wenn man das Ganze mit einer Blockversteifungsplatte einbaut. Da hat man noch mal eine zusätzliche Abstützung zu den Hauptlagerböcken. Schwierig zu sagen, ob das in der Realität sehr viel bringt. Wir haben festgestellt, dass es definitiv was bringt im Bereich von hohen Leistungen, weil es eben da immer wieder passieren kann, dass die Motorblöcke reißen und diese Risse entstehen eigentlich in aller Regel durch Verspannungen oder Verwindungen in der Kurbelwelle und in den Böcken hier. Somit gab es ausgebrochene Stellen hier vom Gewinde und so weiter. Also wenn man da höhere Leistungen fahren möchte, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, eine Blockverstärkungsplatte zu montieren. Kostet jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Welt, oder so eine Platte? Nö, das ist jetzt vom Umfang her nicht wahnsinnig viel teurer, bringt aber auf jeden Fall was. So, dann haben wir hier unsere Kiste mit den Schrauben, mit dem AAP Ultra Torque mit der Paste. Die Paste ist wichtig, damit alle gleich angezogen werden und alle auch mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von AAP. Die Paste hat eine bestimmte Eigenschaft, was den Widerstand der Schraubenanzugskraft betrifft. Das heißt, man kann auch, wenn man keine Paste hat, das mit Öl benetzen, sollte aber eigentlich immer zu der AAP-Paste greifen, wenn man sie hat. Da werden dann die Gewinde im Endeffekt damit hier eingeschmiert. Damit hat die Schraube, die Mutter später beim Anziehen, ein vorgegebenes Drehmoment, das sie dann auch gleichmäßig für alle Schrauben erreicht. Somit ist sichergestellt, dass alle Schrauben oder alle Muttern später dasselbe Drehmoment kriegen, wie es sein soll. Und der Reibwert wird einfach anders, wenn man diese Paste verwendet. Mhm. Der Roy hat gerade gemeint, hier sehr schön erklärt, finde ich das super. Also falls ihr Fragen habt, ihr könnt die auch gerne stellen und schreiben. Und ich lese das immer so ein bisschen hier nebenher. Und wenn ihr dann da irgendwie was wissen wollt oder so, dann schreibt es einfach rein. Und dann können wir euch das mit Sicherheit auch erklären. So, das Gleiche passiert im Endeffekt auf den Scheiben. Ja. AAP sagt auch, dass man das auf den Scheiben drauf machen soll, weil natürlich später die Mutter auf dieser Scheibe reibt. Somit dann auch wiederum den Wert verändert, wenn man das nicht einschmiert.
Also schmieren wir auch hier überall ein bisschen von der Paste drauf. Da steht jetzt gerade die Frage, ob das Fett auch auf die Unterseite der Mutter muss. Rein theoretisch ja, nur wenn wir natürlich, wie wir jetzt hier beidseitig die Scheibe beschmieren, können wir uns das nachher mit der Mutter sparen, weil wir ja schon auf beiden Seiten der Scheibe das Mittel drauf haben und die Mutter dann praktisch automatisch mit auf dem Fett läuft. Also im Prinzip auf alle, an alle Anlagefläche. Genau, an alle Anlagefläche, Schraube, Mutter. Und man soll es auch nicht übertreiben, also es geht hier um einen dünn auftragen. Viel hilft nicht immer viel. Also. Die Blockverschleifungsplatte, die kommt im Prinzip oben drauf, oder wie ist das, Markus? Ja, wenn man jetzt eine Blockversteifungsplatte, gibt es mehrere Varianten, die angeboten werden auf dem Markt. Variante Nummer 1, sage ich mal, ist die Variante, wo die kompletten Lagerböcke in die Platte mit eingefräst sind. Das heißt, die Platte und die Lagerböcke sind ein Teil. Hat natürlich den Nachteil, das wird einmal auf einen Block verbaut, dann wird die Hauptlagergasse neu gehont. Und wenn die neue Lagergasse gehont wurde, dann kann man das im Prinzip nur einmal verwenden. Weil wenn man diese Platte später in einen anderen Motor reinbaut, passt diese Hauptlagergasse nicht mehr zu der Platte. Ist aber natürlich die, sag ich mal, stabilste Version von allen. Man braucht dann einen längeren Ölpumpenantrieb, man braucht eine andere Befestigung von den Lagergassen und so weiter, andere Schrauben, längere Schrauben. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, es gibt eine Platte, die hier drüber geht und die Aussparungen hat von den originalen Lagerböcken. Das heißt, man kann sie drauf montieren, muss aber vorher messen, wenn sie montiert ist, hier außen dann mit einer Fühlerblattlehre, wie weit sie absteht von den Böcken, muss das dann gegebenenfalls noch schleifen lassen, damit die nachher satt hier außen und auch hier innen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment plan aufsitzt. Um so dass sich nicht verzieht, ist natürlich auch sehr aufwendig, deckt auch alle Lagerböcke ab, inklusive wieder mit einem verlängerten Ölpumpenantrieb. Und dann gibt es eben die einfache Variante, die eigentlich nur aus einer Stahlplatte besteht. Meistens verbaut man die auch so im 16V-Motor, weil der auch eben die Probleme schon viel früher hat, dadurch, dass er nur 4 Zylinder hat und auch weniger Hauptlagerböcke zum Abstützen der Kurbelwelle. Da kommt dann die Platte rein und hier dazwischen kommen Hülsen rein. Die Hülsen kann man dann relativ einfach messen, indem man mit der Fühlerblattlehre durchgeht, lässt die Hülsen auf die Maße runterdrehen, die benötigt werden, kriegt dann auch wieder längere Schrauben mit dazu und kann das dann alles so verschrauben. Einzigster kleiner Nachteil, der sich jetzt in der Praxis aber noch nicht herausgestellt hat, dass es wirklich einer ist: Es sind 2 Lagerböcke nicht komplett mit abgestützt, die sind frei, dafür muss man aber auch keinen längeren Ölpumpenantrieb machen. Die Ölpumpe bleibt an dem Platz, wie sie original sitzt. Und wir haben selber diese Platte in unserem Viertelmeile-Auto und auch in unserem Straßenauto, in meinem Straßenauto. Und bis jetzt mit dieser Platte auch so noch keinen Ärger gehabt. Von dem her, denke ich, ist das die günstigste und auch schnellste Alternative, hier noch ein bisschen für Sicherheit zu sorgen, wer das haben möchte. Boah, das ist natürlich ganz schön umfangreich jetzt gewesen. Ja. Also falls ihr das auch nochmal irgendwie genau wissen wollt oder so, ihr dürft uns auch gerne mal anrufen oder was ich, oder auch eine E-Mail schreiben oder über Facebook schreiben, das ist egal. Wir beantworten euch das Zeug dann. So, jetzt sind wir beim G60 macht das auch Sinn? Beim G60 würde ich jetzt pauschal sagen, macht es aus dem Grund keinen Sinn, weil mir kein G60 bekannt ist, der über 350 PS hat. Insofern liegen wir hier beim Block nicht in dem Bereich der, sage ich mal, ernstzunehmende Folgeschäden für den Motorblock hätte. Also sprich, der G60 hat einfach zu wenig Dampf. Der G60 hat einfach in dem Fall zu wenig Leistung, um dass es den Block beschädigen könnte. Also sagen wir so, beim Vierzylinder ab 450 PS macht Sinn. Davor würde ich jetzt auch nichts machen. Wir setzen jetzt hier nochmal ganz leicht von Hand alle Stehbolzen nach, dass die einfach nicht mehr hier drin rumwackeln. Wirklich nur so ganz leicht handfest. Ich habe die nur für die Montage, ist es einfacher, man lässt die ein bisschen locker, dann gehen die Böcke besser drüber. Ansonsten fummelt man sich da manchmal richtig hart einen ab. Ja. So, dann in jeder Schachtel von ARP findet man normalerweise ein
einen Beipackzettel. In dem Beipackzettel steht auch ganz genau dran, wie viel Newtonmeter die Schrauben haben, wie sie anzuziehen sind. Und in unserem Fall jetzt hier haben wir für die Hauptlager haben wir hier eine Vorgabe von 60 Foot-Pounds. Das steht hier unten. 10 mm sind die Stehbolzen im Durchmesser. Das heißt, wir haben also umgerechnet 81 Newtonmeter. Ich denke, auf den 1 Newtonmeter hin oder her wird es jetzt nicht ankommen. Wir ziehen es mit 81 jetzt ganz genau eingestellt ein. Wenn ihr es mit 80 anzieht, dann wird es genauso funktionieren. Also wer jetzt keinen Drehmomentschlüssel hat, der so fein einstellbar ist, 80 Newtonmeter und das Ganze einmal durch anziehen. Und dann sind wir hier fertig. Wichtig ist natürlich, wenn man sowas macht, allgemein mit Motoren und so weiter, sollte man natürlich das entsprechende Werkzeug dafür haben. Also gerade Drehmomentschlüssel und so weiter sollten eigentlich eine dementsprechende Qualität aufweisen. Also vielleicht nicht irgendwie den letzten Drehmomentschlüssel aus der letzten Ecke rausziehen, sondern gucken, dass der Drehmomentschlüssel wirklich auch das anzieht, was er an Drehmomentvorgabe hat. Ja, das habe ich schon gesehen, das ist schon ein ordentlicher Lappen, was du da hast. Ja. Ich ziehe es immer von der Mitte ausgehend, wie beim Zylinderkopf auch, über Kreuz an, um einfach Verspannungen ein bisschen zu vermeiden. Da gibt es aber keine Vorgabe, welche Reihenfolge die anzogen werden müssen. Doch, es gibt im VW-Reparaturleitfaden eine Vorgabe. Ich weiß gar nicht ganz genau jetzt auswendig, wie die aussieht. Es hat sich aber beim Zylinderkopf und auch bei anderen Lagern einfach, sage ich mal, prinzipiell für jeden Motor, auch wenn man mal keine Anzugsreihenfolge hat, ist es eigentlich immer in Schneckenform ausgeführt. Das heißt, von innen nach außen wird angezogen und ist immer so wie eine Schnecke im Endeffekt. Und dann macht man im Regelfall nichts falsch. Okay. Die ziehst du jetzt aber alle gleich sofort mit 81 Newtonmetern, oder? Die ziehe ich jetzt alle gleich mit 81 Newtonmetern. Genau, später beim Zylinderkopf sieht es dann anders aus. Da fange ich verschiedene Steps an, hier auch original. Hat einfach damit zu tun, wenn man da jetzt in der Mitte Vollgas mit den 110 Newtonmeter reinknallt, dann kann natürlich sein, dass sich da dann die Kopfdichtung dementsprechend, sage ich mal, nicht gleichmäßig verpresst. Und aus dem Grund ist es da besser, wenn man das einfach nacheinander mit wenig Drehmoment immer mehr anzieht, dann hat man eine gleichmäßige Flächenpressung später. Das hört sich sinniger an. Ne? So, Kurbelwelle ist fest, Kurbelwelle dreht sich auch noch, das ist gut. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, drehen wir den Motor um und beginnen mit der Montage der Kolben. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Einmal umdrehen. So, wichtig auch hier, bevor wir natürlich irgendwelche Kolben irgendwo reinsetzen, Sauberkeit wie immer. Sprich, wir machen alle Bohrungen nochmal sauber. Und wir haben die Vorhaben natürlich auch schon mal vorgereinigt, aber allein durch die Montage der Kurbelwelle kann immer mal sein, dass nochmal Staub oder Schmutz reinkommt. Das wollen wir natürlich so weit wie möglich verhindern, dass wir das hier mit einbauen. Also reinigt man das Ganze nochmal bei der Gelegenheit, auch wichtig, haben wir schon ab und zu mal Probleme gehabt bei der Ölrücklaufsperre. Das heißt, die einmal rausschrauben, anschauen, weil immer mal wieder passiert es, dass hier Silikonreste oder irgendwas hier hinten drin hängen. Hier ist auch wieder wie bei den Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung eine Kugel oder ein Rückschlagventil. Dieses Bauteil hat eigentlich nichts anderes zu tun, als wenn das hier drin sitzt, das Öl im Zylinderkopf nicht wieder runter abfließen zu lassen. Das heißt, sonst müsste jedes Mal bei jedem Startvorgang der Motor erstmal wieder Öl bis nach oben fördern und die ersten paar Minuten würde es oben erstmal klackern. Um das zu verhindern, ist die Ölrücklaufsperre hier drin. Das heißt, das Öl im Kopf bleibt bis hierher drin und somit klackert dann in aller Regel auch nichts. Auch hier einfach gucken, dass das funktioniert. Einen Tropfen Öl mit drauf geben. Wieder einbauen. Das ganze Ding wird auch nur handfest angezogen, weil das kann später auch, wenn es sich selbst aufdrehen würde, was oft der Fall ist, wenn man die Motoren aufeinander baut, dass es hier oben steht. Es kann aber nicht weiter, weil da auch die Kopfdichtung ist. Also weiter wie da kann es sich nicht rausdrehen.
So, ja, jetzt würde ich sagen, wir fangen an. Ich habe einen Kolben noch nicht montiert. Da kann man mal sehen, wie wir die Ringe und sowas drauf machen. Bei vielen Leuten passiert es ja, dass die Ringe brechen. Geht aber eigentlich relativ einfach, es zu montieren, dass es nicht bricht. In seltenen Fällen passiert es mir auch mal, aber ich hoffe diesmal nicht. Das heißt, wir haben hier einmal den Ölabstreifring, einmal die Nut für den zweiten Kompressionsring, einmal die Nut für den ersten Kompressionsring. Das hier ist jetzt ein Kolben von Biseco, standardmäßig 9:1. Ja. Für was für Leistungen sind die dann ausgelegt, die Kolben? Also die Kolben haben eigentlich in der Bauform hier kein Leistungslimit. Das heißt, rein vom Material her sind sie deutlich ausgelegt für mit Sicherheit über 1500 PS. Die Problematik, die dann entsteht, sind die Kolbenbolzen. Das sind jetzt standardmäßige Bolzen. Die gibt es auch noch in einer HD-Ausführung. Das heißt, der Bolzen ist einfach dicker und aus einem anderen Material, damit er nicht so schnell bricht. Beim Vierzylinder kommt man da natürlich schneller ans Limit, weil die Zylinderleistung höher ist wie bei einem Sechszylinder. Dann natürlich die Pleuel, wobei, ich sag mal, jedes gute Haarschaft-Pleuel eigentlich selten abknickt in Form von zu hoher Leistung, sondern da passieren andere Dinge wie Wasser im Zylinder, Lagerschäden oder sonstiges, warum so ein Pleuel abbricht. Aber einfach dieses Bauteil mechanisch zu zerbrechen, glaube ich, ist sehr, sehr schwer. Also wüsste ich jetzt nicht, dass es jemand geschafft hat, das mechanisch zu zerbrechen. Ja, dann kommt der Kolbenring im Endeffekt, kommt als erstes hier drauf. Der sitzt dann hier so drin. Wichtig ist, dass die Kolbenringe nicht übereinander lappen, sondern einfach hier so Stoß aufliegen. Dann haben wir den zweiteiligen Abstreifring. Der kommt dann praktisch auch hier drüber. Mal ein bisschen runter, dass man das sieht. Man zieht den einfach über den Kolben vorsichtig drüber, dass man nichts beschädigt. Und setzt den dann in die untere Nut rein. Das ist dann der erste. Der zweite Ring kommt im Endeffekt dann hier drüber und sitzt dann oben. Bei Biseco oder bei JE ist es immer in der Bauform so ausgeführt, dass es insgesamt dreiteilig ist, der Ölabstreifring. Es gibt auch Kolben, wo das einteilig ist oder mit einer Feder, wie original ist eine Feder hier mit drin. Es gibt verschiedene Ausführungen. So, dann die zwei Stellen nie übereinander stehen lassen, weil natürlich das Öl hier super geil durchrutschen kann, auch später, wenn es zusammengepresst ist. Deswegen, ich verdrehe das nochmal immer zusätzlich zueinander ein Stück. Ja, dann hat das Öl einfach deutlich schwerer, hier vorbeizukommen. Dann haben wir Kompressionsring Nummer 2. Es steht hier immer eine Zahl drauf. Die Zahl. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, oder? Also hier, da sieht man so ein bisschen, da steht jetzt N100 drauf. Die Zahl muss eigentlich nach oben immer stehen. Bei den Kolbenringen aus dem Grund wichtig, weil die haben hier eine ganz feine Nut. Und die Nut muss nach unten zeigen. Wenn man den Kolbenring jetzt natürlich so rum verbaut, geht auch. Wird aber später natürlich nicht funktionieren. So, also wichtig, immer Schrift nach oben. Einfach hier so aufbiegen mit der Hand, drüber schieben, in die Nut rein, fertig. Wenn man das anfängt so rein zu doktern, ja, dann passiert es gerne, dass man das bricht, wenn man es zu weit aufdehnt. Hier steht auch wieder N100 oben. Bei dem wäre es jetzt egal, weil der Ring ist oben und unten gleich. Trotzdem natürlich mit der Schrift nach oben, dann macht man nichts falsch. Aufspreizen ein bisschen. So, die Öffnungen von den Ringen. Ich habe mir das immer so angewöhnt, so hat man das früher auch mal gelernt. Man versucht diese Ringe immer so einzubauen, also später im Motor wird sich der Ring ohnehin so drehen, wie er das möchte. Sinnvoll ist es aber natürlich nicht, wenn man alle Ringe so montiert, ja, dass hier eine Linie entsteht. Das heißt, die Drücke, die hier entstehen, können am Ring vorbei. Wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen ja das Ding so dicht wie möglich haben. Deswegen drehen wir die immer wie so ein Mercedes-Stern ein bisschen angeordnet. Heißt, einer geht ein bisschen schräg in die Richtung, der andere ein bisschen schräg in die andere Richtung. Und das Öl im Prinzip nachher hier in der Mitte. Und dann haben wir so eine Mercedes-Sternform. Und so kann man den dann auch relativ sicher einbauen, ohne dass es da später Probleme gibt. Dann haben wir hier einen Sicherungsring, haben wir schon mal eingesetzt für den Kolben. Bolzen, dass er nicht raus kann. Dann haben wir hier unser Pleuel. Das Ganze etwas einölen mit dem Kolbenbolzen. So, stecken wir den hier rein. Machen dazu passendes Pleuel rein,
immer schön schmieren, gell? Immer schön schmieren, ja. Die Kolben müssen, so muss ein Bolzen laufen, ja. Also es gibt auch Bolzen, die ab Werk nicht so laufen. Das heißt, diese Kolben sollten dann eigentlich nachgearbeitet werden. Und wenn er so saugend von alleine läuft, dann ist das perfekt. So, Pleuel rein. Bolzen durchstecken. So, jetzt haben wir hier oben noch den Sicherungsring. Das ist immer so ein bisschen eine Spielerei. Manchmal geht er gut rein, manchmal geht er nicht so gut rein. Das hängt immer davon ab, wie viel Lust der Bolzen hat und der Ring. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich ihn so ansetze hier. Ja, dann kann ich hier mit dem Schraubenzieher rein, kann ihn hier so rüberhebeln. In aller Regel macht es einen Klack und dann ist er drin und es ist erledigt. Bedarf ein bisschen Übung, aber dann funktioniert das ganz gut. Also ihr seht, das ist schon einiges zu beachten, wenn man die Kolbenringe da aufmacht und so. Da kann man also schon relativ viel falsch machen, denke ich. Da muss man schon wissen, was man tut. Ja, hier noch eine Frage kam zum Thema Stoßspiel. Stoßspiel bedeutet, wenn der Kolben nachher montiert ist mit der Bogen, dann presst sich ja natürlich der Ring zusammen. Das heißt, der Schlitz hier, das sogenannte Stoßspiel des Rings, wird immer kleiner. Je nach Motor haben wir jetzt in dem Fall schon vorgearbeitet. Man macht die Ringe einzeln in die Bohrung, setzt die einzeln ein, schaut, was man denn später mit dem Motor machen möchte. Das ist natürlich wichtig. Ja. Fährt man mit dem Motor Normalsprit, fährt man mit dem Motor Ethanol, fährt man mit dem Motor Nitro, also NOS. Dementsprechend muss dieses Spiel gewählt werden. Ja, in der Regel, je brutaler der Motor wird, umso höher muss das Stoßspiel werden. Liegt auch mit daran, dass der Motor oder der Kolben sich einfach sehr viel ausdehnen wird bei großer Hitze und somit natürlich dann der Ring irgendwann mal blockieren würde in der Laufbahn. Aus dem Grund muss man dem ein sehr definiertes Spiel geben. Ja, das ist wichtig für den ersten und zweiten Kompressionsring hauptsächlich. Ich sag mal, für alle normalen Fahrzeuge, die so mit Sprit betrieben werden oder auch teilweise mit Ethanol, ist es eigentlich immer oder hat es bis jetzt in der Regel immer so gepasst, dass das, was ab Werk geliefert wurde mit unserem Bohrspiel, was wir über die Jahre natürlich Erfahrung gesammelt haben, was an Bohrspiel ideal ist für so einen Motor, hat man dann auch dementsprechend passend sofort das Spiel von den Ringen. Das heißt, da muss man dann später nichts irgendwie beachten oder sowas. Man kann die Kolben so, wie sie sind, verbauen. Wenn man jetzt natürlich was Spezielles hat hier mit Nitro und ja, einfach was Extremes machen will, ja, dann sollte man natürlich auf die Werte gehen, die der Hersteller für den Kolben oder für das Stoßspiel angibt. So. Wir machen jetzt als erstes kurz die Laufbahn hier auf Zylinder, fangen wir mal an mit Zylinder 1. Kurbelwelle drehe ich immer ganz runter an dem Zylinder, den ich montiere. Das heißt, der Zapfen sitzt ganz unten. Dann machen wir hier ein bisschen Öl rein, geht die Sauerei los, tun das ein bisschen verschmieren. Das ist die ein bisschen eklige Arbeit an der Geschichte. Ja. So, dann machen wir das gleiche hier noch auf den Kolben. Schön alles einölen. So, dann haben wir natürlich hier, wie die meisten wahrscheinlich von euch, den Kunststofftrichter zum Einführen, der gleich die passende 15 Grad hat, damit der Kolben auch in der richtigen Position eingeführt wird. Wichtig hier, wenn er ganz neu ist, einfach mal so 10, 15 Mal einen alten Kolben durchschieben, weil ansonsten haken sich gerne diese Ringe in das Kunststoff hier ein und man bricht sich beim Reinschieben oder Durchschieben so einen Ring. Sind die so lapprig, die Ringe, oder was? Sind die, also, die sind halt sehr, sehr porös, sehr spröde. Ja. Echt? Ja. So, dann steckt man den rein. Das ist jetzt ein 82er Kolben. Wir kontrollieren nochmal, ob unsere Mercedes-Sternform hier einigermaßen passt. Ja, passt soweit. So, dann die Stelle hier ist immer zum Kolben nach in der Mitte geneigt. Ja, also das Teil hier, die Quetschkante muss in die Mitte nachher stehen vom Motor. Das ist die Markierung von dem Trichter. Das heißt, wir schieben den jetzt vorsichtig da rein, tun den hin und her notteln, ja, schieben den da vorsichtig so durch, bis er unten so ein Stückchen raussteht. Dann hängt hier meistens noch so ein kleiner Kunststoffrest vom Durchschieben, den kurz abwischen. So, und dann können wir das Ding schon da reinstecken. Ja.
vorsichtig durch die Bohrung schieben. Adri, Raumstart. Adri! So. Ja, es gibt verschiedene Methoden, den Kolben da reinzustecken. Am einfachsten ist es ein bisschen mit Gefühl, mit einem Gummihammerstiel oder einem Holzstiel. Einfach ein bisschen sachte draufklopfen. Ja. Der Rest, es muss leicht gehen, es muss locker gehen, es darf keine Gewalt aufgewandt werden und dann ist er schon drin. Weil sobald Gewalt aufgewendet wird, klemmt irgendein Ring und wenn man dann drauf drückt, dann macht es Peng und der Ring ist kaputt. So, das wollen wir natürlich vermeiden. Wir machen jetzt immer die Zylinder, die von der Kurbelwelle, von den Zapfen her nach unten stehen. Das heißt 1 und 6 jetzt in dem Fall machen wir beide jetzt. Hier guck mal wieder, dass er die Mercedes-Form hat. Der Handschuh löst sich auch schon auf. So, rein in den Trichter. In dem Fall jetzt natürlich so rum, ja, die Mitte des Motors beachten, nicht dass man alle Motoren... Also der Zapfen zeigt jetzt genau, quasi die also Mitte vom Motor. Die Kolben stehen alle in die Richtung und die alle in die, ja, nicht ja, dass nachher alle schön in einer Reihe stehen, dann ist es falsch. Ja gut, das muss man auch wissen. Also ich denke, wenn jemand sowas noch nie gemacht hat oder so, das ja, natürlich sollte schon. Sollte man beachten, ja. Dann hier gleiches Spiel. So, drin. Kannst jetzt hier ganz gut sehen. Ich steige mal hier ein bisschen hoch. Dann sieht man praktisch die beiden, ja, Quetschkannen, ja, immer zur Mitte hinzu. Ja. So, dann drehen wir den Motor um. Das Zeug fliegt nicht raus jetzt, oder? Das fliegt jetzt nicht raus, nein. Wollen wir hoffen. Wollen wir hoffen. So, die Lagerschalen habe ich eingesetzt auf der Oberseite von den Pleuel. Wir machen jetzt hier, benetzen hier den Zapfen, auf der anderen Seite auch. Schieben das Pleuel durch, man kann sich da als Hilfe, damit das Pleuel in seiner Position bleibt, zum Beispiel eine Gewindestange nehmen. Wer es ganz perfekt machen möchte, könnte sich theoretisch das Gewinde, was hier drin ist, von den Pleuelschrauben drehen lassen auf eine Stange und es dann einschrauben. Ja, aber es reicht im Prinzip, wenn man das einfach so hat hier als Führung, dann kann man den Kolben von unten da durchdrücken und der geht sofort in seine Position rein. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. So, sind die zwei Kolben sind jetzt mit den Pleuel an den Zapfen anliegend. Die Pleuel sind nummeriert bei Integrated jetzt zum Beispiel. Da sieht man eine Nummer, die gleiche Nummer. Also man kann diese Pleuel eigentlich untereinander nicht vertauschen, weil es sollte eigentlich immer Deckel zum passenden Pleuel stehen. Wir haben jetzt hier die Nummer 299, das ist 231, also haben wir jetzt den Deckel hier. Das heißt, Nummer muss zum Nummer und Ecke, oder beziehungsweise die Nase der Schale, muss immer zur Nase von der anderen Schale zeigen. Also so kann man sich das auch merken bei der Montage auf jeden Fall. An der Lagerschale sieht man genau, an der Lagerschale sieht man ja die Nase und hier sieht man auch die Nase. Die Nase muss im Endeffekt immer so montiert werden. Ja. Oder in dem Fall jetzt sinnigerweise hat der Hersteller natürlich Nummer zu Nummer. Das heißt, dann weiß man das auch. Hat man jetzt aber Pleuel, die nicht nummeriert sind, gibt es auch. Ist auch nicht weiter schlimm, muss man nur darauf achten, dass man sie nicht miteinander vertauscht bei der Montage. Und dann halt natürlich immer Nase zu Nase setzt man die drauf. Das gleiche Spiel mit dem anderen nochmal kontrollieren, ob es auch der ist. 231. Atze, ich auch da. Attila! Du kannst ja noch was lernen heute. So. Dann haben wir hier unsere Pleuelschrauben AAP 2000 in dem Fall. Die sind schon vorgeschmiert von mir mit dieser AAP-Paste. Auch hier das Gewinde damit bestreichen, die Anlagefläche bestreichen, Schraube rein. Die AAP 2000 halten eigentlich für die meisten Leistungen stand. Es gibt hier noch verschiedene andere Schrauben, zum Beispiel
AAP 625. Das hat was mit der Festigkeit und der Güte der Schraube zu tun. Je höher die Schraube von der Festigkeit her ist, umso später geht die Schraube natürlich in eine Form über, wo sie sich überstreckt oder reißt. Und, aber für die normalen Sachen, so bis 800 PS oder so, 1000 PS teilweise auch noch, und nicht so hohe Drehzahlen, kann man auch die ganz normalen AAP 2000 Schrauben nehmen. Arzt lässt uns nicht alleine, das ist gut, das gefällt mir. Falls man nicht weiter wissen kann, kann man auf sein Fachwissen zurückgreifen. Ja. So, bei den Bläuel-Schrauben beim Anziehen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die genaueste Möglichkeit, die aber eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, jedenfalls hat sich in der Praxis herausgestellt, dass es keine Probleme damit gibt. Es gibt eine sogenannte Messuhr von AAP, die man hier dazwischen klemmt und eine bestimmte Streckgrenze der Schraube dann somit misst. Das ist die ganz genaue Methode, das heißt, man misst, wie viel hat sich die Schraube gelenkt, und dementsprechend hat man dann das Maß ohne ein Anzugsdrehmoment. Bei den meisten Bläuel-Herstellern liegt ein Anzugsdrehmoment mit dabei, in dem Fall jetzt von Integrated ist vorgegeben 26 Foot-Pound, sind umgerechnet knapp 35 Newtonmeter für diese 5/16 Schraube, wie die sich nennt. In der Beschreibung steht auch bei Integrated jetzt mit dabei, hier ist der Beipackzettel, da steht Bolt Torque. Hier steht dann auch mit dabei, dass diese ganze Geschichte, wenn man die so macht, ohne diese Messuhr, dass man dann die Schrauben dreimal anzuziehen hat. Das heißt also, wir ziehen die Schraube jetzt einmal an, lösen sie wieder, ziehen sie nochmal an, lösen sie nochmal, ziehen sie nochmal an, das Ganze dreimal, und dann ist die Schraube laut dem Hersteller auf dem Maß, was eigentlich auch nachher später das Maß sein sollte, wenn man es mit der Uhr misst. So, wir haben jetzt hier 35 Newtonmeter eingestellt. Stiflos Mom kriegt gerade, was wir hier in den Töpfen anbauen und das für die gute Laune sorgt. Ja, das, gute Laune Pflanzen, das ja. Rauchen wir ab und zu. Ist zwar aus Plastik, aber das kann schon ganz gut rauchen, das kommt nicht so schlecht. Aber das ist auch nochmal zurück jetzt wegen diesen dreimal Anziehen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also man zieht es jetzt im Endeffekt einmal an, knack, knack. So, dann löst man es einmal, einfach nur kurz anlösen, nochmal, eins, zwei, jetzt haben wir es zweimal angezogen, das letzte Mal lösen, so, dreimal angezogen. Was hat es jetzt technisch gesehen für eine... Das hat technisch gesehen wahrscheinlich den Hintergrund, dass der Hersteller das für sich gemessen haben wird, wie oft man die Schraube mit den bestimmten Newtonmetern anziehen muss, damit sie diese Längung hat, um die es eigentlich geht. Und da wird der Hersteller einen Test gemacht haben und gesagt haben, okay, wenn man das dreimal anzieht, dann hat es die Längung, wie wenn ihr das alle mit der Uhr macht. Ja? Weil mit der Uhr ist natürlich eine sehr aufwendige Geschichte. Wenn man hier einen Formel-1-Motor baut oder sowas, sicherlich sinnvoll. Wenn jemand ein Perfektionist ist und das auch machen möchte, weil es ihm einfach Spaß macht, sicherlich auch eine spannende Sache. Aber in der Praxis ist das einfach hier die gängige Methode und auch die angewandte Methode, die einfach schneller geht und im Endeffekt nachher auch keinerlei Nachteile hat. Mhm. So, also wir machen das einfach, wenn der Hersteller das so vorgibt, dann wird es so, wird dann so machen wir dann das so. Seinen Sinn. Genau, dann wird das seinen Sinn haben. Also immer, Leute, immer schön die Anleitungen lesen. Wenn ihr genau, bei jedem Teilen von den Herstellern sind in der Regel Anleitungen dabei. Wenn nicht, einfach den Verkäufer oder den Hersteller anschreiben. Weil der Hersteller gibt in aller Regel vor. Man kann nicht pauschal sagen, eine 5/16 Schraube für ein Bläuel von VR6 kriegt das und das Anzugsdrehmoment, sondern das hängt auch vom Material des Bläuels und so weiter ab. Zum Beispiel Powder gibt nicht 35 Newtonmeter vor, Powder gibt 48 Newtonmeter vor. Hat halt was mit dem Bläuel zu tun und mit dem, was der Hersteller für sich für richtig findet, was einfach die beste Anzugsdrehmomentlösung für den Einsatzzweck oder so, oder fürs Bläuel ist. So, wir schmieren jetzt mal die nächsten zwei ein. Ja, da geht es ratzfatz. Ja, mit ein bisschen Übung und ein bisschen Sauerei auf der Hand
funktioniert das eigentlich auch relativ ja, zügig. Das doch, oder? Ja, das ist super, das ist richtig schmierige Angelegenheit. So, Licht rein. Räumen durch. So, Mercedes-Stern. Mercedes-Stern, genau. Da seht ihr auch normalerweise, wenn das alles vernünftig gebohrt wurde und so weiter, dann rutscht so ein Kolben eigentlich auch mit der Hand rein. Also da braucht man nicht viel nachhelfen. So, Motor wieder umdrehen. Das ist halt ein bisschen ein Hin und Her, bis man alle Kolben mal drin hat, aber es hat sich immer noch als die beste Methode herausgestellt, den Motor einfach hin und her zu drehen, wie sich unterm Block dann einen abzukribbeln. Ja, man kann sich das auch drunter legen und das ja, von unten dann machen. Ja, man kann es auch von unten machen, aber das ist natürlich alles ein bisschen unschmeidig. Nicht so schön. So, Stange rein. Hier wieder gleiches Spiel. Die Nummern von den Deckeln suchen. Ohne Licht ist das natürlich immer schlecht. 197, 247. So, Nase zur Nase. Das ist eine Frage wegen dem Öl. Welches Öl wir da nehmen zum Anschmieren? Also wir nehmen, wie vorher schon gesagt, ganz am Anfang, wir nehmen eigentlich immer das Öl, was auch später gefahren wird, da wir eigentlich bei den VR6-Motoren nur 15W50 von Modul verwenden, nehmen wir hier schon zur Montage auch das 15W50 von Modul. 15W50 von Modul. 15W50 von Modul, okay. Genau. So. Sind schon vier Stück drin oder was? Das sind jetzt schon vier Stück drin, genau. Drehen wir das Ding wieder um. Ja, wenn man das ohne Video macht, dann geht es deutlich schneller noch, aber wir wollen ja euch auch ein bisschen was hier zeigen. Deswegen machen wir das ein bisschen in mehr oder weniger Zeitlupe. Wie weit bauen wir das Ding jetzt so weit zusammen? Also wir bauen den Motor jetzt, der Motor ist für einen Kunde von uns. Wir bauen den Motor so, wie der Kunde das gewünscht hat. Das heißt, wir machen nur den Block mit der Kurbelwelle, mit den Bolzen, setzen dann später noch die Kopfstehbolzen drauf, machen den überholten Zylinderkopf drauf, ziehen den an und den Rest macht der Kunde in Eigenregie. Weißt du, was er da vorhat mit dem Ding? Was für ein Lader? Was für ein Lader ist nicht ganz sicher, aber es wird wahrscheinlich erstmal mit einem GTX 30 anfangen, mit so 500 PS. Er möchte das einfach safe haben. Er wollte das einmal im Endeffekt so haben, dass er auch später, ohne jetzt an der Hardware des Motors nochmal was zu ändern, mehr Leistung zu fahren. Ich denke mal, das macht auch sicherlich Sinn, weil ob man jetzt diesen Motor aufbaut, wenn man das neu macht, mit Originalkolben macht sowieso relativ wenig Sinn, weil die meisten sogar teurer sind, wie die Schmiedekolben mittlerweile. Dann ein Satz Pleuel kostet heutzutage jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel Geld, und wenn man eh vorhat, dass man später eben über diese 450 Grenze
drüber möchte von der Leistung her. Und dann macht es durchaus Sinn, wenn man gleich eben sagt, okay, ich gebe da ein bisschen mehr Geld aus und mache den Block und den Kopf gleich so, beziehungsweise beim Kopf gibt es noch andere Themen, aber zumindest mal den Rumpfmotor so, dass er die Leistung ab kann. Und dann braucht man da später nicht mehr ran. Mhm. Was hat der Hubraummäßig? Der Motor hat jetzt eine 82er Bohrung. 82er Bohrung war in der Serie ein Hubraum von 2,9 Liter. Ist nicht ganz richtig, weil es sind eigentlich nur 2860, glaube ich, Kubik. Aber dadurch, dass es halt über dieses Maß drüber ist von 50, jetzt haben wir zum Beispiel einen Kolben, der nicht rein wollte, ja, dann nicht mit Gewalt weiterdrücken, sondern einfach nochmal ausbauen. Nochmal von vorne beginnen, weil wenn wir da jetzt mit Gewalt weiterdrücken, es kann sein, dass das Pleuel entweder unten angestanden hat, gerade an dem Kurbelwellenwangenzapfen, kann aber auch sein, dass ein Kolbenring hier angestanden hat und wenn der natürlich ansteht, dann und ich weiterdrücke, dann macht es hängen und der Ring ist kaputt. Und so mit der Tag gelaufen, wenn man keinen mehr da hat. Dann kann ich Feierabend machen. So. Ja, ja, wir nehmen dann natürlich immer Ketchup, deswegen haben wir haben es vorher schon mal gesagt, wie die Ketchupflasche. Ja, die Ketchupflasche. Weil das Ketchup eigentlich ganz gute Schmiereigenschaften hat. Zudem auch noch, wenn man unterwegs ein bisschen Hunger hat, kann man sich noch da ein bisschen dran auslassen. Ja, wenn du Pommes findest, dann kannst du dir da auch gleich das Ketchup drauf schmieren. Ja, es hat sich einfach, also ich fand die Idee eigentlich ganz gut so mit der Flasche, weil die ist aus Kunststoff. Die ganzen anderen Ölpumpflaschen, die man früher so verwendet hat, waren halt mit einer Metallspitze. Manchmal mit einem Gummi drauf, manchmal nicht. Und das heißt halt, wenn man da irgendwie mal blöd an eine Lagerschale kommt oder an ein anderes Bauteil, was mit Öl benetzt wird, hat man halt sofort einen Kratzer drin oder sowas. Hier kann ich mit der Flasche draufgehen, wie ich will. Das ist Plastik, da passiert nichts. Uns lässt sich sauber dosieren, von der man eine günstige und gute Alternative zu so einer alten Ölpumpflasche. Also was mit Ketchup funktioniert, ist funktioniert auch mit Öl. Andersrum ist natürlich eher schlecht, weil das Öl hier jetzt gegen Ketchup zu tauschen, wäre wahrscheinlich ein Problemchen. Können wir sowas auch bei einem 2,5 Liter BMW-Motor machen? M52B25? Das kann man auch bei einem BMW-Motor machen. Im Endeffekt ist das egal, was für ein Motor das ist. Verfahren ist eigentlich nahezu immer dasselbe. Von dem her spielt es keine Rolle, ob das ein BMW ist, ob das ein Supra ist, ob das ein VR6 ist, ein Vierzylinder. Beim Vierzylinder ist halt kein Kolbentrichter, beim Vierzylinder ist es eine Kolbenspannzange, das sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Aber geht auf jeden Fall. Aber es geht auf jeden Fall, genau. Okay, ja, dann muss der Kevin uns einfach mal irgendwie anschreiben, wenn er da Interesse hat. So, sind die letzten zwei jetzt, die wir hier haben. Öl drauf. Ja, aufbohren, größere Kolben geht natürlich auch, klar. Ich hab langsam Hunger, jetzt müssen wir mal Mittagspause bald machen. Ja, ja, hier Ketchup. Ja, wo sind die Pommes? So. Eine Nummer 311. Was ist das der andere hier? Nase zur Nase. Schon noch eine Steuerkette drauf auf das Ding? Steuerkette kommt bei dem Motor jetzt nicht drauf, weil das möchte der Kunde selber dann machen. Okay. Aber wir können euch da mal irgendwann, wenn wir mal eine Steuerkette montieren, können wir euch das mal zeigen. Und dann machen wir das mal, machen wir auch mal ein Live-Video, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie so eine Steuerkette und wie das eingestellt wird oben alles. Und dass ihr da mal ein bisschen was zu sehen bekommt. Wieso, da ist jetzt die Frage, wieso Spannzange und kein Trichter beim Vierzylinder? Weil der Trichter gibt es eigentlich so, also man kann sicherlich auch für einen Vierzylinder einen Trichter verwenden, allerdings nicht den jetzt hier. Beim VR6 hat man den Trichter aus dem Grund verwendet, wenn man den Kolben, ich hole gleich mal so eine Spannzange, dann kann man das zeigen, den Kolben mit der Spannzange nicht montieren kann oder nur sehr, sehr schwer montieren kann, aus dem Grund, weil der Kolben nicht senkrecht in die Bohrung reingeht,
sondern eben mit diesem 15 Grad Winkel da reingeht. Mhm. Mal kurz, dass ich diese Zange finde. Ja, das ist zum Beispiel die Spannzange für einen Vierzylinder. Und man sieht einfach, das ist einfach eine gerade Fläche. Mhm. Und wenn man das jetzt hier aufmacht, dann kann man praktisch, je nachdem, was für einen Kolbendurchmesser man hat, das Teil auseinanderziehen, mhm. Kolben rein, hier zusammenratschen. Das heißt, die Ringe werden zusammengedrückt und dann den Kolben. Aber das geht halt nur, wenn es senkrecht ist. Beim VR6, wenn es jetzt so drin steht, habe ich hier unten keine Führung und der Ring liegt auf und bricht. Das klingt logisch. Aber man kann sich so ein Trichter auch in einer geraden Bauform theoretisch für einen Vierzylinder machen oder eventuell auch für manche Modelle kaufen. Aber in der Regel ist die gängige Methode mit diesem Spannband. So, drehen wir den Motor wieder um. Unten sind wir soweit fertig. Jetzt haben wir natürlich oben das gleiche Thema wie vorher auch. Erstmal natürlich alles sauber machen, schauen, dass nichts mehr in den Brennräumen drin ist. Was man vielleicht noch machen kann, was ich eigentlich auch immer mache, ist einfach ein bisschen Öl auf die Laufbahn jetzt drauf geben, auch wenn es nicht ganz so schön vielleicht nachher dann aussieht, aber man weiß ja nicht, wie lange wird der Motor so stehen und wo wird der Motor so stehen. Es bildet sich immer irgendwo Kondens oder Feuchtigkeit und wenn man das nicht einschmiert, die Laufbahnen, dann kann es einfach sein, dass hier Flugrost entsteht, was später dann Probleme gibt bei der Abdichtung. Deswegen einfach alle ein bisschen einschmieren, den Motor ein bisschen durchdrehen. Einfach gesagt, wie getan. Boah, schon ein bisschen Dampf, hä? Ja, mit allen Kolben zusammen ist es einfach, ja, ist halt dann schon Widerstand da, wenn alles neu ist. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Da hat einer geschrieben, was wir von Pleuel halten, die so bei 200 bis 250 Euro für 4 Stück liegen. Ich denke, das kann sich jeder selber ausrechnen. Also es gibt halt. Was man halt auf jeden Fall darauf achten, muss, es gibt sicherlich günstige Pleuel, die auch problemlos funktionieren. Was man bei so ganz günstigen Pleuel natürlich darauf achten soll, es gibt mittlerweile auch von ARP schon Nachbauten, also von den Schrauben. Das heißt, hier muss man sich vergewissern, dass die Schraube, die da dabei ist, auch wirklich eine ARP-Schraube ist. Weil ansonsten, wenn die Schraube halt abreißt, dann ist halt Feierabend, dann ist das Ganze auch in einem großen Schaden. Das sollte man auf jeden Fall schauen. Und dann bei günstigen Pleuel auf jeden Fall die Pleuel auch bei dem Motorenbauer mal winkeln lassen, mal vermessen lassen, die Bohrungen, ob die alle passen, ob die Winkligkeit passt. Die meisten Motorenbauer können die Pleuel, wenn es nicht passt, nacharbeiten, dass es passend wird. Rein vom Grundmaterial her sind die meisten günstigen Pleuel auch aus 43-40 gefertigt. Das heißt also, es ist nichts anderes wie bei einem teureren Hersteller. In der Regel unterscheidet sich nur bei der Nachbearbeitung der Pleuel, bei der Qualität eben der Nachbearbeitung und bei den Schrauben von den Pleuel. Da ist halt wichtig, dass man da einfach darauf achtet, dass es richtige, echte ARP-Schrauben sind. Und dass die Pleuel eben nochmal vermessen wurden dementsprechend. Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir noch hier zwei, drei Fragen und wir machen dann mal Mittagspause. Und nach dem Mittag machen wir dann mit dem Kopf weiter. Also wir haben hier noch die Frage, bei einem Audi S3 8L mit 600 PS, ob er da originale Kolben fahren kann. Audi S3 8L? Nein, würde ich nicht machen, weil der originale Kolben ist ein Presskolben. Erkennt man darauf, wenn man den Kolben umdreht, also ausgebaut ist, umdreht, dann steht innen drin eine Nummer mit einem P dazwischen. Das steht für Presskolben. Ein Presskolben, ja. Ein Presskolben ist eine Vorstufe von einem Schmiedekolben, ist aber kein Schmiedekolben. Das heißt also, der Kolben wird in einem Druckgussverfahren gegossen, hat dadurch eine höhere Festigkeit wie ein ganz normaler Gusskolben. Aber nicht die Festigkeit von einem Schmiedekolben. Und da haben wir halt die Probleme, dass ab einer gewissen Leistung, und ich würde mal sagen, das fängt so bei 400, 450 PS beim Vierzylindermotor an, dass die Stege zwischen den Kompressionsringen brechen. Und wenn die natürlich brechen, die Stege, dann hat der Motor einen erhöhten Ausstoß an Kurbelgehäusegasen.
und im schlimmsten Fall dann so stark, dass der Motor eben zerlegt werden muss und die Kolben nachgearbeitet werden müssen, beziehungsweise die dann beschädigt sind, können nicht mehr nachgearbeitet werden, die Stege können auch nicht mehr angebracht werden, das heißt, die Kolben sind dann für den Schrott. Also, dann eher also bei 600 PS definitiv würde ich Schmiedekolben verwenden, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass da was passiert. So, die letzte Frage ist dann bei einem Golf 4 R32 mit einer Verdichtung von 8,0 zu 1, 850 bis 900 PS gesund realisierbar? Ja, doch. Also denke ich, ist durchaus gesund realisierbar mit der Verdichtung. Fraglich ist natürlich, was für einen Sprit man auch fährt. Mit Ethanol wird es mit Sicherheit entspannter für den Motor. Man kann entspanntere Zündungen fahren und so weiter. Mit Kraftstoff, mit normalem 102 Aral-Sprit oder sowas, denke ich, sind die Leistungen machbar, wahrscheinlich aber mit sehr hohen Abgastemperaturen auch schon. Beim VR6, denke ich, sind diese Leistungen definitiv nicht machbar mit normalem Kraftstoff, weil einfach es wird zu heiß. Man kann nicht mehr mit normalem Sprit diese Leistung fahren. Beim R32 hat man durch die 24-Ventiler-Technik einfach eine bessere Effizienz vom Motor und somit ist es dann durchaus auch möglich, dass man die Leistung mit normalem Benzin hinbekommt. Ja, kann man probieren, aber 8 zu 1 ist auf jeden Fall eine Verdichtung, mit der man arbeiten kann. Alles klar, super. So, also wir verabschieden uns jetzt hier mal aus der Werkstatt. Wir gehen jetzt mal Mittagessen und melden uns dann, denke ich mal, so in einer Stunde oder so. Ja, so in einer guten Stunde machen wir den Kopf drauf und dann machen wir nochmal kurz ein Live-Video. Ja, das machen wir. Dann machen wir nochmal ein Video, wie der Kopf da drauf kommt und bis später. Ciao, ciao. Tschüss.